Hallo liebe Schülerinnen, heute geht's um Daten und Zufall und um relative Häufigkeit. Was das mit diesen schwarzen und gelben Kugeln zu tun hat, das werde ich euch jetzt erklären. Relative Häufigkeit ist laut Formel absolute Häufigkeit durch Gesamtzahl. Ich könnte jetzt auch das Ganze anders mal benennen bei der Aufgabe. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich eine gelbe Kugel ziehe? Stellen wir uns vor, das sind gelbe Bonbons und ein Kind will unbedingt nur ein gelbes Bonbon. Jetzt will es wissen, in welches greift es rein, ohne zu sehen, welche Kugeln drin sind und hat am wahrscheinlichsten oder am ersten eine gelbe Kugel. Und das kann man mit dieser relativen Häufigkeit bestimmen, was nichts anderes ist als eben diese Wahrscheinlichkeit. Die berechnet man durch absolute Häufigkeit, geteilt durch Gesamtzahl. Bruchstrich ist ja nichts anderes wie ein geteilt durch Zeichen. Gesamtzahl ist relativ einfach. Es sind einfach 5 Kugeln. Das ist die Gesamtzahl, die kommt unten hin. Absolute Häufigkeit, das ist das, was ich betrachte. In dem Fall bei der Aufgabe die gelben Kugeln. Die kommt bei der Aufgabe 3-mal vor. Also sind es 3/5. Das ist also der Trick. Relative Häufigkeit wird durch die absolute Häufigkeit 3, weil es gelbe Kugeln sind, durch Gesamtzahl 5, weil es insgesamt 5 Kugeln sind, berechnet. Hätte ich jetzt die schwarzen betrachtet, wären es 2/5. Das muss ich natürlich erweitern auf 60/100. Warum? Weil dann kann ich es ins Prozent ausdrücken. Das haben wir ganz oft dieses Jahr gemacht, das werde ich jetzt nicht mehr wiederholen. Bei der nächsten Aufgabe sind es insgesamt 10 Kugeln und 5 gelbe. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit oder die relative Häufigkeit, dass eine gelbe Kugel kommt, ist 5/10. Das ergibt 50/100, ich muss es mit 10 erweitern und das gibt 50%. Bei der dritten Aufgabe sind es insgesamt 8 Kugeln und 3 gelbe. Nun können wir das Ganze nicht mehr so leicht erweitern wie noch hier, wo wir einfach mit 20 und hier mit 10 erweitert haben. Zumindest können wir das nicht mit einer natürlichen Zahl. Wir haben das Ganze aber schon mal in der Nebenrechnung gemacht. Könnt ihr euch erinnern? 3/8 kann man ja auch schreiben als 3 geteilt durch 8. 0 mal geht das Ganze rein, Rest 0 und 3, dann holt man die 0 runter, setzt das Komma, in die 30 geht es 3 mal rein, nämlich 24, Rest 6, dann geht es 7 mal rein und dann habe ich 0,375. Wenn das Ganze zu schnell ging, einfach nochmal anschauen. Also so kann ich aus einem Bruch quasi eine Kommazahl bestimmen. 0,375, das sind dann 37,5%. So, und jetzt können wir es genau sagen. Am wahrscheinlichsten, dass man ein gelbes Bonbon oder eine gelbe Kugel erwischt, ist, indem man hier rauszieht. Da ist es am wahrscheinlichsten. Dass man sie erwischt, ist nicht gegeben. Nun schauen wir uns das Ganze bei den Würfeln an. Ich habe hier in der Tabelle, sieht es ein bisschen unübersichtlich aus, aber ich erkläre es euch gleich. Ich habe 100 Mal geworfen. Würfe 100. Absolute Häufigkeit. Das ist quasi, wie oft kam die 1, die 2, die 3, die 4, die 5, die 6 vor. Hier oben haben wir jetzt immer gesagt 3 von 5. Hier teste ich es einfach. Ich würfel 100 Mal und schaue, wie oft es rauskommt. So kann man das Ganze auch bestimmen, die Wahrscheinlichkeit. Hier sind es 16 mal die 1 gewesen, 15 mal die 2 und so weiter. Bei der Aufgabe ist es relativ leicht, dann die relative Häufigkeit zu bestimmen. Denn bei 100 Würfen ist die Gesamtzahl 100 und Hundertstel sind ja ganz toll, um in Prozent umzurechnen. 16/100, 16%, 15/100, 15% und so weiter. Eure Aufgabe ist es jetzt auch 100 mal zu würfeln. Deswegen steht da 100 drunter. Ihr müsst quasi für euch bestimmen, wie oft kommt bei euch die 1, die 2, die 3, die 4, die 5 und die 6 vor. Als Tipp, ich habe hier meine Ergebnisse so ausgewertet. Das heißt, ich habe Strichle gemacht, wenn eine Zahl gekommen ist und habe es dann am Schluss zusammenzählt. Überprüfen könnt ihr das ganz leicht, ob ihr richtig gezählt habt. Ihr müsst einfach die Anzahlen oder diese Häufigkeiten, die absoluten, zusammenfassen. Dann muss 100 rauskommen. Oder die Prozente zusammenfassen, die ihr dann am Schluss berechnet. Dann muss auch 100% rauskommen. Bei der 200, die ganz unten steht, das ist auch eure Aufgabe, da müsst ihr allerdings nicht mehr würfeln, sondern da zählt ihr die Ergebnisse von mir und von euch zusammen. Das heißt, hier kommt man dann bei der relativen Häufigkeit allerdings auf 200, weil es waren ja 200 Würfe. Und da müsst ihr dann aufpassen, wenn ihr das in die relative Häufigkeit umrechnet, weil da kann man es nicht mehr direkt ablesen, sondern man muss es erst noch auf 100 bringen. Eure Hausaufgabe, das hier abschreiben und eure Ergebnisse dazufügen. Als Tipp, ich habe 5 Würfel verwendet.